Ja, liebe Medienvertreter, liebe Besucher, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Spiel zwischen dem TSV Steinbach und Formatia Worms. Endstand 2:2. Gratulieren zum Punktgewinn. Spät, in letzter Minute, das 2:2 erzielt durch die Gäste. Und bitte den Trainer Sascha Eller um sein Statement zum Spiel. Ja, ich darf Sie erstmal herzlich begrüßen. Tatsächlich ist es zum Schluss wieder ein glücklicher Punktgewinn. Ich weiß im Moment auch noch nicht genau, was mit unserer Mannschaft los ist, dass wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich ein Spiel finden. Wir haben eine Riesenqualität in der Mannschaft, was fußballerisch angeht, und spielen so viel Fehlpässe und sind so überhastet in unseren Aktionen. Daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, die erste Hälfte ging ganz klar an Steinbach und erst in der zweiten Halbzeit haben wir zum Spiel gefunden und haben Richtung Schluss dann das Feuer eröffnet. Ja, und das ist ähnlich wie Freiburg. Da geht es rauf und runter dann her nur noch. Und ja, wir müssen daran arbeiten, dass wir diese Fehler abstellen, dass wir unsere Sicherheit im Spiel wiederholen, die wir letztes Jahr hatten. Und wie gesagt, wir haben Qualität in der Mannschaft, wir haben fußballerische Qualität in der Mannschaft und trotzdem sind wir total überrastet am Ball. Wir wollten Steinbachs Leben eigentlich schwer machen, wollten Druck machen und das sah in der ersten Hälfte gar nicht danach aus. Wir haben Steinbach das Spiel überlassen. Ja, und das gilt es jetzt für uns weiter zu analysieren und mit der Mannschaft darüber zu sprechen, warum wir da in das Spiel nicht reinfinden zurzeit. Es ist, ich glaube nicht, dass es die Fahrt war hier, weil wir haben es auch bei unseren Heimspielen ähnlich im Moment. Ja, wir müssen die Fehler abstellen. Dankeschön. Vielen Dank, Peter Cesonaro. Wie hast du die 90 Minuten gesehen? Ja, ich habe so gesehen, dass wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben, sind gut ins Spiel reingekommen. Was uns gefehlt hat, war vielleicht dann noch ein Tor, aber das haben wir letztendlich nicht erzielt. Aber trotzdem hätte es einfach dann unterm Strich für 3 Punkte langen müssen, weil wenn man dann nachher, klar, dass der Gegner offen ist und dass man spielt, aber da hätte ich so, waren so 2-3 Szenen, die muss ich mir nochmal angucken, wo wir eigentlich gute Möglichkeiten hatten zum Kontern oder spielen dann 1 gegen 1, wo ich auch einfach mal nachher, wenn es dann um alles oder nichts geht, mal bis zur Eckfahne laufen muss und muss gucken, dass ich mal da einen Ball sicher, weil wir brauchten ja nur noch Ball sichern, Ball halten. Und ja, das haben wir letztendlich nicht verstanden. Das ist erstmal ein bisschen schwierig, weil wir waren so nah an den 3 Zählern dran. Dann tut es natürlich weh, wenn man letztendlich nur einen mitnimmt. Das ist halt das Problem. Wir haben erstmal einen Punkt gewonnen, aber wenn man so knapp davor ist, die 3 mitzunehmen, dann ist es schon ein bisschen bitter. Das müssen wir erstmal verarbeiten und verkraften und ja, da haben wir das eine oder andere aufzuarbeiten. Trotzdem sehe ich uns im positiven Trend, das, was wir letzte Woche schon angedeutet haben gegen Homburg, denke ich mal, das haben wir heute schon unterstrichen mit dieser Leistung, dass wir zum Schluss nicht mit einem Dreier belohnt worden sind. Ja, da fehlt dann einfach vielleicht auch immer noch den Tick Cleverness, Abgebrühtheit und ja, das müssen wir uns noch irgendwo aneignen. Aber unterm Strich glaube ich schon, sieht es ganz positiv aus, nur wir haben leider die Punkte nicht gemacht und da müssen wir sehen, dass wir in der nächsten Zeit einfach vielleicht auch mal dann was holen, wenn es nicht so gut ausschaut. Aber so ist es im Fußball. Wir müssen den Kopf hochnehmen und nächste Woche geht's weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen von den anwesenden Medienvertretern? Ja, bitte. Ja, du sagst nahe, wahrscheinlich bin ich im Ass wieder reinzunehmen, nachdem es letztes Mal gefehlt hat, hast du aber auch 2 weitere Änderungen der Viererkette vorgenommen. Wie waren da die Gedanken? Die Frage an den Gästetrainer, was dazu bewogen hat, 2 Änderungen in der Viererkette vorzunehmen? Zum einen war es so, dass Riccardo Antonacci im Training einfach mehr überzeugt hatte und wir deswegen da auch die Änderungen vornehmen wollten. Zum anderen ist es so, dass wir ein paar mehr Diagonalbälle einbringen wollten und deswegen habe ich einen Linksfuß auf die linke Innenverteidigerposition gesetzt. Hat im Training auch ganz gut ausgesehen, auch wenn es heute nicht gleich so funktioniert hat. Weitere Fragen?
Ja. Eine weitere Frage. Jetzt seit letztem Wochenende ist die Kaderplanung offiziell abgeschlossen. Wie würdest du dem Kader insgesamt beurteilen im Vergleich zur Vorsaison? Wo wäre aus deiner Sicht ein angemessener Maßstab in der Betracht, wo man am Ende landen sollte, könnte? Frage nach dem Ende der Transferfrist, wie ihr gestern deinen aktuellen Kader einschätzt. So wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir haben eine hohe Qualität im Kader. Wir haben nicht wahnsinnig viele Stürmer, aber wir haben eigentlich ein ganz hohes spielerisches Potenzial. Nach der ersten Halbzeit heute würde ich sagen, haben wir es nicht. Aber ich weiß es, dass die Jungs können und deswegen würde ich sagen, er ist nicht schlechter als letztes Jahr. Er ist mehr in der Breite gewachsen. Wir haben im Mittelfeld viele Leute, die den Ball laufen lassen können, aber vorne für den Abschluss haben wir halt zwei Stürmer. Und glücklicherweise gesetzt sich im Moment noch Motahiri dazu, der zwar über die Außen kommt, aber da fehlt es halt ein bisschen so ein... Der eine oder andere hat letztes Jahr da für mehr Überraschung gesorgt, aber ich glaube, dass wir die Mannschaft da auch noch hinbekommen, dass wir stabiler dann nachher auch stehen und unsere Tore machen. Der zweite Teil der Frage noch, wo sollte Timo Marzellanten am Ende als angemessener Maßstab? Ja, die Frage habe ich vorher auch schon gehört, wolltest du auslassen? ja, wir sehen ja, wir müssen Punkt für Punkt erstmal sammeln und es läuft mir nicht rund. Deswegen ist jetzt im Moment immer noch so, dass wir sagen, es geht einfach gegen den Abstieg. Wir müssen Stück für Stück daran arbeiten, dass wir unsere Punkte aufs Konto bringen und dann schauen wir, wo wir im Winter stehen. Scheinen alle Fragen beantwortet zu sein. Dann darf ich Ihnen die weiteren Endergebnisse aus der Regionalliga Südwest noch mitteilen. Der FC Homburg und die Spielvereinigung Neckar-Elz trennen sich 1:1 unentschieden. Barlingen verliert zu Hause gegen Waldhof Mannheim mit 0:3. Kaiserslautern 2 und Hoffenheim 2, die beiden Reservemannschaften, trennen sich torlos 0:0. Waldorf unterliegt hier mit 0:1. Freiburg verliert zu Hause gegen den FK Pirmasens mit 0:2. Kickers Offenbach schlagen den SV Spielberg nach Rückstand noch mit 2:1 und Hessen Kassel unterliegt Elversberg zu Hause mit 0:1. Ja, für den TSV geht es am kommenden Samstag um 14 Uhr weiter beim FK Pirmasens. Die Mannschaft setzt sich bereits am Freitag in Bewegung, freut sich natürlich über jeden, der mitfährt. Ich wünsche Ihnen ansonsten bis zum 19.09. hier gegen den SV Spielberg das nächste Heimspiel eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss.